Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TBTV. Wie bereits in den letzten Videos angekündigt, möchte ich euch heute die englische Firma Modelmates vorstellen. Die Firma Modelmates ist bekannt für ihre Weathering- und Aging-Produkte und gibt es seit 2009, ursprünglich aber schon seit den 80er Jahren und bekannt eigentlich aus Film und Fernsehen. Sie haben in vielen Serien und Filmproduktionen mitgewirkt, wie zum Beispiel Alien, World War Z, Pirates of the Caribbean und vieles, vieles mehr. Wir schauen uns heute gemeinsam die Produkte von Modelmates an. Wir haben eine große Auswahl bekommen von der Firma Modelmates. Wir selbst arbeiten hier im Studio auch bereits mit einigen Produkten. Einige kannte ich selbst auch noch nicht und war sehr überrascht, was diese Produkte können. Von daher würde ich sagen, los geht's! Wie bereits erwähnt, ist die Firma Modelmates spezialisiert auf Weathering und Aging. Dazu nutzen sie eine Vielzahl von Produkten, angefangen von Weathering Sprays, Effektfarben und Washes. Und neben diesem ganzen Sortiment haben sie auch noch verschiedene Primer im Angebot. Beginnen wir mit den Grundierungen. Modelmates kommt hier gleich mit vier verschiedenen. Wir haben hier White, Light Gray, Gray und Black. Die Dose liegt etwa bei 11 Euro. Somit liegen wir, ja, wie andere Hersteller im üblichen Rahmen. Army Painter oder Games Workshop. Es liegt, glaube ich, noch ein bisschen höher. Das ist eine Grundierung. Sie kann das, was sie tun muss. Es ist eine Grundierung. Ich habe sie bereits ausprobiert und bin eigentlich recht zufrieden. Natürlich ist es praktisch, wenn man auch farbliche Sprays bekommt, wie von anderen Herstellern. Das haben wir hier bei Modelmates leider nicht. Aber ich nutze zum Beispiel auch Grundiersprays. Wenn ich sie tatsächlich nutze, grundiere ich schwarz, setze einen weißen Nebel drüber. Das war's. Andere Farben brauche ich aus der Dose nicht, weil ich finde, wenn ich mit der Dose grundiere oder Farbgrundierung auftrage, ist es meistens doch sehr dick. Und wenn ich mit der Airbrush arbeite, habe ich da auf jeden Fall ein viel dünneres Ergebnis. Von daher reichen mir persönlich diese vier Dosen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für die normale Grundierung sind diese Dosen top. Kommen wir nun zu den Weathering Sprays, was ja tatsächlich, würde ich fast behaupten, einzigartig ist. Weathering Sprays habe ich persönlich auf dem Markt noch nicht so wirklich gesehen. Es kann sein, dass es in dem Modellbaubereich da bestimmt noch einige Firmen gibt, die sowas anbieten. Wir haben jetzt hier eine kleine Auswahl, fünf verschiedene haben wir hier. Es gibt aber noch ein paar mehr. Wir haben hier zum Beispiel Moss Green, was sich wunderbar eignet, zum Beispiel um einfach vermooste Stellen anzusprühen. Das kann man super auf Dächern machen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine alte Blockhütte, die im Wald steht, da kann ich das super auf das Dach sprühen. Als nächstes haben wir hier ein Rusty Red, natürlich ein Rosteffekt. Wir haben ein Dirty Yellow, das ist für leichte Verwitterungen. Dann haben wir hier ein Light Gray, was zum Beispiel super auf Silber funktioniert und zum Beispiel Flugzeugdüsen oder Schiffe. Und wir haben hier ein Matt Brown und dieses Matt Brown ist so das klassische Weathering Spray. Das können wir eigentlich für fast alles nutzen, was irgendwo auch im Erdreich steht. Und diese Dosen liegen etwa bei 8 bis 9 Euro, je nach Händler. Wir haben hier 200 Milliliter enthalten. Damit kommt man schon eine ganze Ecke weit. Die gleichen Töne gibt es allerdings auch, da kommen wir gleich noch zu, als Farbtöpfchen oder als Wash. Das heißt, wir können das auch noch gezielter auftragen mit der Airbrush. Mit der Dose kommt es natürlich ein bisschen grobflächiger drüber, aber wenn man hier, also die Düsen sind sehr fein, das heißt, man kann die auch sehr gut regulieren. Wir können also auch mit der Dose recht feine Schichten auftragen und sehr dünne und kleine Bereiche absprühen. Vorrangig würde ich diese Produkte allerdings nutzen im Geländebau, also für Miniaturen kommen die nicht so in Frage, weil wir halt wie gesagt aus der Dose sprühen und da doch recht schnell halt die ganze Figur mittreffen können. Von daher sind die optimal geeignet für den Geländebau und wer viel Gelände baut, der ist mit diesen Dosen da echt gut beraten und wir sind halt auch ganz schnell damit fertig. Also wir können natürlich mit Pigmenten arbeiten und hier und dort, das ist auch ein schöner Effekt. Aber wenn wir so ein Weathering Spray nutzen, dann haben wir natürlich, da sind wir innerhalb zwei Minuten fertig, weil wir haben, wenn wir unsere Landschaft gestaltet haben, dann brauchen wir nicht mit großartig Pigmenten rangehen, sondern wir schnippen uns das Spray, schütteln kräftig durch und versuchen dann mit gern auch mit verschiedenen Farbtönen das so ein bisschen zu blenden und hier und da ein paar Effekte zu setzen. Von daher ist das eine schnelle Alternative, um halt Gelände zu verwittern. Als weiteren Effekt haben wir ein Snow Spray. Ich bin auch sehr gespannt, wie das aussieht und funktioniert. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber zu Schnee werde ich definitiv ein weiteres Tutorial machen. Wir schauen uns verschiedene Produkte an. Aber jedenfalls bietet die Firma Modelmates auch ein Snow Effect Spray an. Auch hier ist es natürlich wieder für den Geländebau geeignet.
Weiterhin bietet ModelMates eine Vielzahl an Washes an. Wir haben hier 10 Stück an der Zahl. Wir haben hier ja, verschiedene Farbtöne, die aber perfekt abgestimmt sind auf die Produktpalette der anderen Farben. Kommen wir nun zu den Effektfarben. ModelMates hat hier 15 verschiedene Effektfarben. Was ist dazu zu sagen? Erstmal fällt die Konsistenz der Farbe auf. Da können wir gleich noch einen genauen Blick reinwerfen, denn wir haben hier eine recht merkwürdige Konsistenz. Wir haben hier nicht typisch wie von einer Acrylfarbe, sondern wir haben zum Beispiel, wenn wir uns diese Farbe in einen Behälter kippen, trocknet diese Farbe auch recht schnell weg. Sie ist etwas ölig. Wir gucken uns die Konsistenz gleich nochmal genau an, damit ihr seht, was ich meine. Wir haben hier verschiedene Rosteffekte, wir haben Mooseffekte, wir haben zum Beispiel auch Rußeffekte, wir haben den typischen Matsch in 3 oder 4 verschiedenen Abstufungen, wir haben Sandeffekte. Das gucken wir uns aber gleich an einem Beispiel noch genauer an. Diese Farben können wir auch perfekt durch die Airbrush sprühen. Die brauchen wir eigentlich auch gar nicht großartig verdünnen. Sollte sie doch mal zu dick sein, bietet ModelMates auch noch einen Verdünner an. Das heißt, wir können auch die Farben direkt damit verdünnen. Das Einzigartige an diesen Produkten ist, dass wir die Farben komplett mit Wasser lösen können. Wer schon mal mit Produkten von AK Interactive gearbeitet hat, weiß, dass man mit den Washes, wenn man sie aufgetragen hat, kann man sie super mit Terpentinersatz wieder abziehen. Hier ist das genau das Gleiche. Allerdings brauchen wir keinen Terpentinersatz, sondern können hier super das Ganze mit Wasser wieder lösen. Wie das Ganze aussieht, schauen wir uns aber gleich nochmal näher an. Ein weiteres einzigartiges Produkt ist der sogenannte Brick Joint Filler. Was ist der Brick Joint Filler? Wir können mit dem Brick Joint Filler super Mauerwerk und von Klinkerstein die Fugen einfärben. Sprich, wir haben ja oft weiße Fugen, zum Beispiel gerade im roten Klinkerstein haben wir weiße Fugen. Und wie kriegen wir diese weiße Fugen rein? Das ist im normalen Bereich recht schwierig. Man könnte das mit einem Whitewash machen, aber das ist eine ganz schön Sauerei. Hier hat auch ModelMates eine super Lösung gefunden. Wir tragen das Ganze grobflächig über das ganze Modell und können es auch dann wieder mit Wasser abwaschen, sodass wir wirklich nur in den Fugen das Weiß haben. Aber auch das zeigen wir euch gleich in einem Test. Und wo können wir das Ganze jetzt kaufen? In Deutschland eigentlich recht schwierig. Wir haben tatsächlich nur 2 Händler hier in Deutschland. Das ist einmal PK Pro und Battlefield Berlin. Ansonsten könnt ihr das aber auch direkt bei modelmates.co.uk, könnt ihr dort in den Shop gehen und es euch dort bestellen. ModelMates hat sich extrem auf das Thema Weathering und Aging spezialisiert und ist aufgrund der Spezialisierung eine der Firmen, die man sich als Geländebauer einfach echt mal anschauen sollte. Wir haben hier mit den Effektfarben und den Weathering Sprays ein echt tolles Sortiment und wir können hier ganz schnelle, tolle Effekte erzielen und ja, schaut euch diese Produkte einfach mal an. Kommen wir nun zu ein paar Produkttests. Beginnen wir mit den Weathering Sprays. Wir haben 5 verschiedene an der Zahl hier. Ich zeige euch das heute allerdings nur auf einem weißen Blatt Papier, um einfach mal zu sehen, was haben wir hier eigentlich für Farbtöne und wie ist der Farbauftrag. Wir beginnen mit Matt Brown. Vorher die Dosen immer recht schön schütteln. So, wir haben jetzt ein bisschen gekleckert, aber man kann schon sehen, was wir hier für einen schönen Farbauftrag machen können. Wir können das natürlich noch intensiver machen. Man sieht hier zum Beispiel, es wird immer dunkler, aber wir können auch schön feine, sanfte Übergänge erzeugen. Kommen wir zu Dirty Yellow. Also dieses Matte Brown, das würde ich auf jeden Fall, das kann man wirklich für alles verwenden. Das passt eigentlich überall. Jetzt haben wir hier Yellow. Ja, das ist schon recht wirklich gelb. Aber auch hier, wenn man das wiederum mit dem Matte Brown zum Beispiel so ein bisschen blendet, kann man das wiederum ein bisschen aufhellen. Sollte man es Blanco verwenden, denke ich mal, kann man das gut, wenn man zum Beispiel Wüsten, wenn man irgendwas Wüstenmäßiges macht, kann man da schön einen Sandstaub mit erzeugen. Rusty Red, ein Rostspray. Das ist natürlich sehr grob. Aber gerade wenn man auch größere Gebäude hat, gerade im 40k-Bereich zum Beispiel, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, passt das wunderbar. Aber auch hier kann man natürlich wieder die verschiedenen Farben ineinander blenden, sodass wir zum Beispiel hier auch ein Rot und meinetwegen darüber wieder mit einem Gelb gehen. Naja, es ist jetzt sehr nass auf dem Papier. Als weiteres haben wir ein Moosgrün. Das hatte ich ja eben schon mal erwähnt, das eignet sich hervorragend, um zum Beispiel Holzdächer,
moosig zu bekommen. Und wenn man da noch mit ein bisschen Flock arbeitet und mit diesem Farbton, dann ist das schon wirklich eine schnelle Sache. Und zu guter Letzt haben wir noch Light Gray. Laut Herstellerbeschreibung soll das super sein für Flugzeugdüsen. Ja, es geht auch in einen recht silbernen Ton. Aber natürlich auch für einen normalen, ja, so Stalingrad-Ruin oder sowas kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Kommen wir nun zu meinem Lieblingseffekt, und zwar dem Rosteffekt. Ich habe diesen Effekt schon mehrmals in den letzten Videos erwähnt und für mich ist das der Rosteffekt schlechthin. Man kann viele Sachen mit vielen Farben arbeiten, um einen Rosteffekt zu erzielen, aber das ist für mich der realistischste und der schnellste. Aber wir zeigen euch das Ganze jetzt mal an einer Aegis-Verteidigungslinie. Model Mates bietet uns hier drei verschiedene Farbtöne an. Wir haben hier den Rust Paint Dark Shade, wir haben den Rust Paint Medium Shade und den Rust Paint Light Shade. Zusätzlich gibt es noch ein Weathering Wash Rusty Red. Das ist super, wenn wir den Rost in den Fugen und Vertiefungen haben wollen. Da können wir dieses Wash noch reinlaufen lassen, was wir heute aber allerdings nicht brauchen. Ja, bei den verschiedenen Tönen kann man die auch super noch variieren. Das heißt, wir können mit einem dunklen Rostton beginnen, gehen dann mit einem Medium drüber und dann zum Schluss highlighten wir das Ganze mit einem Light Shade. Das brauchen wir aber nicht unbedingt. Wir können auch nur mit einem Ton arbeiten. Und zwar, das Besondere an diesem Ton ist eigentlich, dass wenn wir ihn auftragen, er in verschiedenen Farbnuancen austrocknet. Aber am besten zeige ich euch das Ganze mal, wie das Ganze aussieht. Wir nehmen uns ein kleines Blisterschwämmchen. Ich habe hier eine Aegis-Verteidigungslinie vorbereitet. Die ist lediglich grundiert in einem, ja, Türkis. Auf Türkis sieht man das immer ganz schön. So, wir nutzen ein kleines Blisterschwämmchen. Ich habe ja schon gesagt, die Farbe ist ein bisschen, ja, leicht ölig. Also sie verhält sich auf jeden Fall anders wie eine normale Acrylfarbe. Tupfen ein bisschen ab. Und tupfen jetzt einfach mal, ja, grob über die Kanten rüber. Und man sieht, das ist schon wirklich sehr, sehr dunkel. Hier am Boden. Machen das jetzt mal wirklich großflächig, dass man da auch ein bisschen was sieht. So, jetzt haben wir schon den ersten Farbauftrag drauf und jetzt sehen wir auch schon beim Trocknen, ich zeige das gleich mal näher in die Kamera, dass er beim Trocknen jetzt schon in verschiedenen Farbnuancen austrocknet. Wir haben hier zum Beispiel ein leicht helleres und hier ein bisschen dunkler. So, um diesen Rosteffekt jetzt zu verstärken, gehen wir einfach mit den verschiedenen Farben noch drüber. So, wir nehmen jetzt unser Medium Shade. Und tupfen jetzt einfach nochmal über die Stellen rüber, die uns vielleicht zu dunkel erscheinen. Es gibt ja auch tatsächlich noch von anderen Herstellern wirklich richtigen Rost. Oder es gibt auch welche, die legen zum Beispiel Nägel in Wasser und lassen sie tatsächlich rosten und nutzen dann diese Rostpigmente und tragen sie auf. Aber das dauert natürlich alles sehr lange. Und jetzt haben wir, sehen wir wirklich schon einen wirklich tollen Rosteffekt. Und das hat jetzt keine 2 Minuten gedauert. Und das Ergebnis sieht schon echt toll aus. Wir können jetzt auch noch das Light Shade auftragen. Wobei sich der jetzt nicht großartig unterscheidet von dem Medium. So, wir tupfen nochmal leicht. So. Und wir sehen einen wirklich super tollen Rosteffekt. Und das ist so, ja, nur wegen diesem Produkt bin ich eigentlich auf die Firma Model Mates gestoßen.
Ich habe das irgendwann mal in einem Video gesehen und dann habe ich mir ich habe mir das Medium, den Medium Shade damals besorgt und war schon nur von dieser Farbe so begeistert. Und ja, also ich glaube, schneller geht es einfach nicht. Kommen wir zum Brick Joint Filler. Ich hatte es ja eben schon erwähnt, ja, der Brick Joint Filler ist dafür geeignet, um ja, Mauerwerk, die Fugen einzufärben. Ja, normalerweise, gerade im Tabletop-Bereich sieht man das ja oft, dass das Mauerwerk in einem Rot grundiert wird, dann wird es mit einem schwarzen Wash überzogen und dann wird es teilweise nochmal trocken gebürstet. Da wir aber im Real Life keine schwarzen Fugen haben, beziehungsweise schwarze Fugen habe ich so noch nicht gesehen, meistens haben wir sandfarbene Fugen oder weiße Fugen und dafür ist dieser Brick Joint Filler super geeignet. Natürlich kann man das Ganze auch mit einem Whitewash machen, allerdings ist das auch wieder mehrere Arbeitsschritte. Das Whitewash, das deckt meistens nicht über dem Originalfarbton. Gerade bei Rot ist das recht schwierig. Das heißt, wir müssen mehrere Schichten Whitewash auftragen, müssen das Ganze wieder trockenbürsten, etc. etc. Dafür ist dieser Brick Joint Filler super geeignet. Wir nutzen einfach einen Farbauftrag. Wir pinseln jetzt hier gleich einmal komplett grob drüber, lassen das antrocknen und ziehen es dann mit Wasser wieder ab. Als ich das erste Mal dieses Produkt in den Händen gehalten habe, habe ich es auch falsch angewendet. Und zwar habe ich diesen Brick Joint Filler aufgetragen und noch im nassen Zustand wieder runtergewischt. Das war leider falsch. Und zwar kann es sein, wenn man seine Gebäude auch nicht lackiert hat, zieht man die Grundfarbe auch wieder schön mit ab und ja, man vermischt es und man hat im Endeffekt ein rosa Häuschen. Das wollen wir aber vermeiden und grundieren die Hauptfarbe mit einem Lack vorher nochmal, um das Ganze zu versiegeln. So, kommen wir zum Farbauftrag. Vorher das Döschen schön schütteln, jede Farbflasche und jede Farbdosis mit einer Agitatorkugel ausgestattet. Das heißt, wir können die Farben innerhalb der Dose recht schön vermischen. Wir nutzen uns einen groben Pinsel und tragen jetzt einfach das grobflächig auf. Wir lassen das Wash, oder ja, es verhält sich wie ein Wash, von alleine arbeiten. Das heißt, wir tupfen hier lediglich auf, weil in dieser Farbe tatsächlich irgendein Stoff drin ist, der die Farbe wieder anlöst. Deshalb vorher gut das Gebäude versiegeln. So, das reicht jetzt auch schon. Wir haben hier überall in den Fugen das Weiß drin und es deckt auch wirklich schön. Das lassen wir jetzt kurz antrocknen und dann wischen wir es ab. Den Brick Joint Filler sollten wir auf jeden Fall richtig gut durchtrocknen lassen. Deshalb habe ich hier schon mal etwas vorgearbeitet. Das habe ich vor einer Stunde circa gemacht. Es ist wirklich gut trocken. Jetzt nehmen wir uns ein Blisterschwämmchen, tauchen das wieder ins Wasser und gehen jetzt hier einmal grob drüber und lösen die Farbe wieder an. Ruhig ein bisschen feuchter dann auch machen. Nicht zu feucht, dass euch das Wash aus den Fugen rausläuft, weil wir wollen es ja gerade in den Fugen drin haben. So, oberflächlich angefeuchtet. Jetzt schnappen wir uns ein Zebertuch und reiben die gesamte Fläche ab. Auch hier können wir das Zebertuch einfach nochmal ein bisschen feucht machen. Und wir sehen, wir haben jetzt hier ein schönes weiß gefärbtes Mauerwerk. Wer auf Weiß nicht steht, kann auch diesen Brick Joint Filler mit den anderen Farben von Model Mates abfärben. Das heißt, wir können hier auch einen sandigen Ton, zum Beispiel diesen Sand Tone. Wir haben hier zum Beispiel auch Matt Brown, Light Shade oder den Sand Brown, Dark Shade. Den können wir super mit dem Brick Joint Filler vermischen, um so auch einen etwas sandigeren Ton zu erzeugen. So, wir haben zwar hier jetzt noch einige Flächen weiß, das ist aber gar nicht so schlimm, weil wenn wir uns mal so ein Klinkerhäuschen angucken, das ist auch nicht durchgängig rot, sondern wenn man das jetzt so auf Entfernung hält, dann sieht das schon echt top aus und wir haben ein tolles Ergebnis und das Weiß deckt in den Fugen wirklich richtig toll. Wir haben es jetzt auf Plastik probiert. Wir haben natürlich hier ein Plastikgebäude mit einer sehr, sehr glatten Oberfläche, wobei die Fugen auch nicht wirklich tief gegossen sind. Als zweites Beispiel hätte ich jetzt hier noch ein MDF
ja, eine Uhr aus MDF. Hier haben wir wirklich ganz, ganz feine Vertiefungen. Wir können es jetzt hier mal probieren, aber ich glaube, dass es hier auch nicht so richtig gut wirken wird. Ich glaube, den besten Effekt erzielt man, indem man, wenn man selbst geritztes Styrodur verwendet. Dort haben wir wirklich richtig schöne, tiefe und dicke Fugen. Und ich denke mal, da kommt dieser Brick Joint Filler ja am besten zur Geltung. Also auf dem Plastik ist es natürlich schön, weil die Oberfläche sehr glatt ist. Das heißt, wir kriegen hier die Farbe von der Oberfläche recht schön ab. Bei dem Holz ist es immer so, das ist natürlich sehr, sehr rau. Wir probieren es jetzt einfach mal und gucken, was passiert. Auch hier wieder den Schwamm richtig schön nass machen. Naja, doch, ich glaube, das könnte doch funktionieren. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil die Fugen wirklich klein sind. Hier nochmal ein bisschen Wasser drüber. Ah, aber das Problem ist, ich habe diese Uhr zum Beispiel nicht vorher lackiert. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel auch, dass ich die Farbe so ein bisschen mit abreibe, die Hauptfarbe. Das ist aber in dem Fall jetzt gar nicht so schlimm, weil wir haben hier so gleich eine leichte Verwitterungsspuren. So, diese Kanten hier oben, das machen wir am besten mit einem Wattestäbchen, indem wir das Wattestäbchen noch anfeuchten und hier noch das restliche Weiß entfernen. Aber man sieht trotzdem, dass das Weiß schön in den Fugen geblieben ist. Die Oberfläche kann man jetzt natürlich noch ein bisschen sauberer machen, weil wir sehen doch hier noch reichlich weiße Farbe. Aber es funktioniert auch auf MDF-Holz, aber ich bin der Meinung, dass es auf Styrodur am besten ist. Kommen wir nun zu den Weathering-Farben von Modelmates. Ich habe mich jetzt hier an meine Airbrush-Kabine gesetzt. Ich finde, mit der Airbrush lassen sich damit die besten Ergebnisse erzeugen. Es kommt halt immer darauf an, was man mit diesen Farben vorhat. Wir wollen jetzt einfach nur dieses Häuschen, ich habe ja kurz die Mauer mal grundiert. Wir wollen jetzt einfach nur so leichte Verwitterungsspuren hier am unteren Rand erzeugen. Ein paar Rußspuren hier oben. Und vielleicht so ein paar Moos, so eine moosige Kante hier, die sich hier so hochzieht. Das kann man mit der Airbrush sehr gut machen. Natürlich kann man mit diesen Farben auch noch ganz andere Effekte erzeugen, indem wir verschiedene Farben übereinander blenden und das auch wieder mit Wasser abziehen. Also man kann da viele Sachen mitmachen. Ich zeige euch jetzt den Umgang mit der Airbrush. Dazu fangen wir am besten mit einem dunklen Ton an. Ich nutze hier jetzt das Matte Brown Dark Shade. Wir können hier auch direkt aus dem Pöttchen in die Airbrush gießen. Die Konsistenz ist perfekt. So, wir wollen jetzt hier unten am unteren Rand so einen leichten, schmutzigen Rand erzeugen. Das kann man natürlich auch mit Pigmenten sehr gut machen, aber wir können es auch mit den Modelmates Farben perfekt auftragen. Wir beginnen jetzt mit einem recht dunklen Ton. Das ist jetzt quasi das gleiche wie bei auch den Weathering Sprays. Wir haben zum Beispiel dieses Matte Brown, das haben wir, diesen Dark Shade. Das ist genau der gleiche Ton, wie ich euch vorhin schon gezeigt habe. Hier können wir es jetzt natürlich sehr fein auftragen. So, als nächstes nutzen wir dann einen helleren Ton, den wir jetzt noch drüber sprühen werden. So, als nächstes nutzen wir den Matte Brown Light Shade. Und sprühen ihn quasi über den dunklen Ton. Noch drüber. Das reicht auch schon. Und jetzt schnappen wir uns noch einen Sandbrown, um das Ganze dann abzuschließen. So, als nächstes versuchen wir jetzt einen Sandbrown. Dazu nehme ich Sandbrown Dark Shade und ziehen diesen Ton einfach noch über den dunklen rüber, um es ein bisschen heller zu kriegen. Und um einen weiteren Farbton einfach mit ins Spiel zu bringen.
Wir können das Ganze jetzt auch noch eine Schicht heller machen, aber ich glaube, das reicht schon. Wie gesagt, es ist nichts anderes wie die Weathering Sprays, nur dass wir sie halt noch viel, viel feiner auftragen können. Und für diejenigen, die eine Airbrush zu Hause haben, die können halt, brauchen halt keine Weathering Sprays kaufen, sondern kaufen sich diese Farben und machen den Farbauftrag mit der Airbrush. Und die keine Airbrush zu Hause haben, nutzen einfach die Farben aus der Dose. Wir können das Ganze jetzt natürlich auch noch ein bisschen moosiger gestalten, indem wir hier Moos Green nutzen. Wir können hier zum Beispiel noch die unterste Kante einfach so ein bisschen grün einfärben. Das eignet sich natürlich hervorragend so, wenn ich jetzt daran denke, ich werde in nächster Zeit so ein kleines Städtlein für Project Z bauen. Da kann man das natürlich auch super verwenden. Wir haben noch so einen kleinen grünlichen Touch. Aber natürlich auch für alles andere, wo gerade im Schifffahrtsbereich, sage ich mal, wo einfach auch viel Algen und so ein Kram an Felsen hängt, denke ich mal, kann man da super Ergebnisse erzielen, wenn man da auch noch mit ein bisschen Flock arbeitet. Ja, jetzt machen wir zum Schluss noch das Soot Black für Brandspuren und dann wären wir mit den Farben auch erstmal durch. Kommen wir zum Schluss zu Soot Black. Hiermit können wir hervorragend Brandspuren darstellen, auch hier wieder mit der Airbrush. Das gibt es auch als Weathering Spray, aber wir können es natürlich auch mit der Airbrush machen. Und wir können hier jetzt zum Beispiel, das gehen wir davon aus, das Haus hat gebrannt, dann ist hier natürlich auch Feuer aus dem Fenster. Und hier die Ränder. Und hier können wir dann natürlich die Farbe steuern. Aber das können wir natürlich auch mit jeder anderen Farbe machen. Also natürlich können wir das mit einem ganz normalen Schwarz machen. Wir können auch dort mit Pigmenten arbeiten, mit Schwarzen. Also das ist jetzt nichts Einzigartiges. Ich würde sagen, das Ganze, die Farbe hat so einen leichten bläulichen Touch. Aber das ist jetzt nichts Neues. Aber ist natürlich praktisch, wenn man es gleich mit im Sortiment hat. Ich denke mal, dass auch erst sämtliche Effekte wirken, wenn wirklich alle verschiedenen Sachen aufgetragen worden sind. Das heißt, wir werden natürlich hier erstmal das Mauerwerk entsprechend bearbeiten. Dann haben wir hier eine tolle Regenrinne, die wir super mit einem Rosteffekt versehen können. Wir können dann mit den Weathering Sprays oder mit den Farben hier unten in dem Bereich arbeiten. Wir können mit den Farben natürlich auch auf dem Mauerwerk arbeiten und natürlich zum Schluss halt solche Brandeffekte setzen. Das war die Produktvorstellung von Modelmates. Wie gesagt, mit Modelmates kann man ganz, 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 ganz viel machen. Ich habe euch jetzt lediglich einen ganz, ganz kleinen Einblick gezeigt, was man damit machen kann. Ich denke mal, die Verbindung sämtlicher Effekte bringen dann das Endresultat und in Verbindung mit weiteren Weathering-Produkten wie Pigmenten und sonstigen Sachen kann man hier ganz, ganz viel erreichen in kürzester Zeit. Gerade die Weathering-Sprays ist eine super Alternative. Und eine schnelle Sache, gerade im Geländebau. Die Primer, natürlich, das kennen wir von mehreren Herstellern, aber auch die sind wirklich gut. Und wir haben natürlich die ganzen Effektfarben, wo man auch ein bisschen einfach nur rumprobieren muss, was man damit tatsächlich alles machen kann. Aber ihr findet auf der Webseite von Modelmates jede Menge Tutorials. Unter anderem sind dort einige Tutorials von Massive Voodoo, die wirklich sehr, sehr toll gemacht sind und sehr, sehr hilfreich sind. Und auch von vielen weiteren Geländebauern aus der ganzen Welt. Schaut euch einfach mal die Internetseite an. Die Seite blende ich direkt unten ein. Ja, ansonsten, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Bei Fragen oder auch, solltet ihr selbst mit Modelmates mal gearbeitet haben und habt vielleicht Erfahrungen gemacht, postet es einfach in die Kommentare. Ich würde mich freuen und ja, wir sehen uns zur nächsten Sendung TBTV. Bis dahin, tschüss!